Linse ist dreckig. Immer noch dreckig. Ja. Guten Morgen. Morgen. Ich bin hier gerade vorm Melia Benidorm und jetzt fahren wir zur Waage. Nee, wir laufen jetzt zur Waage. Wie war der Morgen? Ach, sehr entspannt. Ich bin erstmal eine Stunde schwitzend Fahrrad gefahren. Tobi hatte leider 1,5 Kilo zu viel auf der Waage. Laden hat sehr gut funktioniert. Bisschen zu gut, ja. Sodass wir nochmal was abbauen mussten. Ja, aber das laden wir nachher wieder auf. Oha, einfach im Tropical Island gelandet hier. Einfach echt wie Tropical Island. Einfach Captain Jack Sparrow. Ich geh mal Pipi, ja? Ich warte dann, wenn du Pipi warst. Das riecht man beim Overall, einfach so ein Ring und so ein... Eine Krone. Bringst du mir auch mal eine Krone, weil ich bin doch deine Prinzessin. Die Registrierung startet um 10 Uhr. Die Deutschen sind natürlich wieder um Viertel vor 10 hier. Ich jetzt in Tobis Po kneife. Also ich kann gar nicht mehr in den Po kneifen, da ist einfach nur noch Muskel und... Holla. Dings. Holla. Das ist richtig ehrenlos. Mach mal so, damit ich so eine Fahrstuhlmusik anwende. Heute Morgen aber nicht so viel Fahrrad. Da hätte ich auch 40 Minuten Fahrrad fahren können. Fliegengewicht. In 70 ist es geworden. Tobi und ich haben ein kleines Nickerchen gemacht. Und jetzt geht's weiter im Takt. Jetzt wird rasiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir mein Leben so vorgestellt habe, dass ich irgendwann mal meinen Mann komplett rasieren darf. Completo tutto. Blanco. Am ganzen Körper. Wir haben ja uns... Sorry, das ist so ehrenlos. Einen Plastikstuhl von unseren Nachbarn aus dem Vorgarten geklaut. Den stellen wir jetzt gleich in die Dusche, damit Tobi nicht die ganze Zeit stehen muss. Oh, das kannst du anfangen. Nein, das kann man nicht. Danke. Guten Morgen. Ist soweit. Wir haben Tobi gestern noch angepinselt. Gleich pinseln wir weiter. Das gehe ich mit Tansi raus, ne? Ja. Heute geht der Papi auf die Bühne. Form ist auch schon wild. Haben wir gerade schon abgecheckt. Tobi fühlt sich auch gut. Ja. Wie fühlt sich der Bauch an? Auch gut. Für mich gibt es jetzt hier wie immer einen Isoclear Kreatin Kollagen Elektrolyt Shake. Wie sich das anhört, die Matrix. Also ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und für Tobi gibt es jetzt... Isst du den jetzt oder später? Jetzt. Vielleicht gibt es noch einen ordentlichen Rice Pudding. Und für Tani gibt's gleich Hundefutti. Tobi nimmt immer das hochwertigste Way, nämlich Iso Way in Cinnamon Cereal oder? Boah, Chocolate Cinnamon Cereal und Rice Pudding sind so wie wir. Wie wir? Oh. Tobili und Svenili sind wie Rice Pudding und Cinnamon Cereal Designer Way. Ja, riech mal, das riecht direkt. So muss Rice Pudding riechen. Mann, das riecht wie eine Symbiose aus uns. Oh. Ist doch, wenn du pupst. Ich pupse nicht. Kurzer Szenenwechsel. Wir befinden uns jetzt quasi vor der Halle. Jetzt laufen wir rein. Quasi quasi. Hier ist der Athletenpass, Coach-Ticket. Ich bin der Coach. Ah, krass, Athleten-Eingang. Und jetzt. Gehen wir mal gucken, was der Tag so bringt. Wir zwei liegen jetzt Backstage. Ja. So sieht das hier aus. Das Problem ist, wenn wir beide schlafen, dann könnten wir den Start verpassen. Wie fühlst du dich? Gut, sehr ist schön. Aber echt schön hier. Also, das ist die Toiletten waren sauber. Das ist ja was, ey. Bei diesem Wettkampf hatte ich von Anfang an ein richtig gutes Gefühl. Ich wusste, dass diesmal alles glatt laufen wird und trotzdem waren wir die paar Tage vorher richtig nervös. Ich habe mich, als es dann losging, einfach direkt hinter die Judges auf den Boden gesetzt und konnte so quasi direkt mit dem Geschehen mit dabei sein. Und als Tobi dann auf die Bühne kam, fing mein Herz so schnell an zu schlagen. Aber ich wusste natürlich, dass er das rocken wird und so war es auch. Der Wettkampf an sich lief diesmal ein bisschen anders ab als sonst. Zuerst gab es einen Vergleich der gesamten Athleten der Größenklasse und anschließend war dann die Einzelpräsentation und Tobi wurde auch direkt wieder
ins Center gestellt, was immer positiv ist. Jedoch standen 6 Athleten auf der Bühne und somit standen quasi 2 Athleten in der Mitte und alles war ein bisschen unklar, also wer dann den ersten und wer den zweiten Platz macht. Und als Tobis Nummer bei der Siegerehrung dann als letztes aufgerufen wurde, bin ich innerlich einfach explodiert. Ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar stolz ich auf Tobi und seine Leistung bin, weil auf Social Media sieht alles immer so einfach aus, aber Tobi hat sich in den letzten Wochen wirklich durchs Leben gekämpft und alles dafür gegeben, dass er diese Form auf die Bühne stellen kann. Ich habe echt noch nie so eine Disziplin, so einen Ehrgeiz und so einen Willen in einem Menschen gesehen und genau aus diesem Grund hat er diesen Sieg wirklich mehr als verdient. Endlich mal Gold! Endlich ist das Ding mal Gold! Da ist das Ding! Endlich mal overall Luft geschnappert. Was essen wir denn heute eigentlich? Sieger! Ich esse jetzt erstmal mal meinen wohlverdienten Protein. Ja, und jetzt zeig mal den Leuten, was ich jetzt gerade hier als erste Mahlzeit nach meinem Wettkampf esse. Den mal habe ich mir nämlich heute Morgen schon richtig schön Weißt du was? Tobili, ja? Heute esse ich auch einen Proteinpudding von dir. Echt? Heute darf ich ja. Heute Abend. So halb-halb Vanille-Schokolade und mit tollen Toppings. Aber nicht so viel Schokoladentoppings, ich mag eher so mit Obsttoppings. Okay. Wir haben ja auch immer einen Erdbeeren da. Das ist Favorites. Tobi jetzt nach dem Wettkampf. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann gehen wir nachher erstmal alle zusammen den Sieg feiern. Also Tobis Mama ist ja auch hier, nur weil ihr sie nicht seht, heißt das nicht, dass sie nicht da ist, ja? Mhm. Die Tee ist immer vereint. Mama Tee ist da, Tobi Tee ist da, Svenja Tee ist da, Tani Tee ist da. Und Schwester Tee ist immer am Videocall dabei. Livestream dabei. Sieg. Du bist Cinnamon Cereal mit Rice Pudding für mich. Ja, Tobi und ich haben Partner-Outfits an. Ich wollte gerade sogar auch die Soße anziehen, also die hellere, aber die war so ungebügelt. Also ist jetzt nicht so, als wäre die gebügelter. Guck mal. Oh. Ist jetzt auch nicht gebügelt, aber das fällt nicht so doll auf. Machen wir jetzt noch eine Runde mit Hansi und dann können wir auf jeden Fall gepflegt den Abend ohne unseren Sohn in der Stadt verbringen. Wir sind jetzt Burger essen, Mama Tee filmt. Mhm. Was hast du? Ein Burger mit T-Bone Steak ohne Knochen. Echt? Oh. Super Bild. Und eine Wurst. Eine Sausage. Und hier ist ein Maiskölbchen und was? Ein Chickenburger, Pommes und ich habe einen Cheeseburger. Let's go. Für Tobili gibt es jetzt noch einen zweiten Burger. Oh, war kleiner als deiner und ich habe gesagt deinen, oder? Oh. Nein, Baby, meiner war auch klein. Billy und ich sind überzeugt, das war der beste Burger, den wir seit langem gegessen haben. Ja, American Steakhouse in Alicante, Old Town. Smokehouse? Oh. Si. War wild. Okay. Pistazie, Kokosnuss. Oreo und Strawberry. Nur überlegen, ne? Lecker. Lecker. Jetzt hier noch ein gute Nacht-Protein-Pudding. Der wird wahrscheinlich der letzte sein. Der erste und letzte. Für mindestens 2 Wochen, ja. Ich sage euch, Leute, das ist geiler. Als hätten wir jetzt irgendwas in der Stadt gegessen oder so. Ihr Lieben, wir sind schon wieder mitten in der Prep angekommen. Wir hasseln jetzt nochmal 1,5 Wochen durch. 10 Tage. 10 Tage wird nochmal durchgehasselt und dann geht's zur Olympia. Wir geben nochmal Vollgas. Ist die ganze Zeit am Regnen. Ja, das Wetter ist ehrenlos. 2, 3 Tagen, deswegen kann ich eigentlich auch. Deswegen sind wir auch ein bisschen deprimiert. Ja. Aber naja, gar kein Thema. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Das wird dann aber noch nicht der nächste Wettkampf-Vlog, das dauert ja noch ein bisschen. Deswegen sehen wir uns dann trotzdem im nächsten Video hoffentlich. Lasst ein Like da, Sven, ihr habt mit Sicherheit ein krasses Video geschnitten. Danke für euren Support, danke für eure Unterstützung, danke für